Hallo zusammen, wir sind Tembra Football, hier für das 11 Magazine. Ich bin der Davide. Und ich bin der Lukas. Und wir drehen heute mit dem Nummer 10 vom FC Luzern, Jakob Janscher. Der Jakob Janscher ist seit 2014 hier beim FC Luzern. Und heute haben wir die Gelegenheit, mit ihm ein bisschen Fußball zu spielen. Mal schauen, was er kann. Bist du ready, Davide? Let's go! Hallo, das ist der Kirby vom FCL. Ich bin hier mit den Jungs von Tembra Football und 11 Mac. Wir machen ein paar Skills und Free Kicks. Jetzt lass uns mal loslegen. Bei mir war das eigentlich ziemlich früh klar, dass ich Fußballprofi werden möchte. Also ich war, glaube ich, 4-5 Jahre alt, bin immer mit dem Fußball herumgerannt im Garten. Also war für mich ziemlich schnell klar, dass ich Fußballprofi werden möchte. Wie ich dann das erste Mal am Platz gestanden bin oder dann das erste Mal dann wirklich das erste Match gehabt habe, war ich natürlich sehr nervös. Aber gleichzeitig auch sehr froh, dass ich das geschafft habe. Also weil es ja von klein auf mein Ziel war. Und ich war ziemlich happy und auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das dann wirklich so durchgezogen habe und dann Profi war. Da gibt es einige Sachen. Also ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass du mit Spaß dabei bist bei der Sache. Ich glaube, das ist im Fußball sehr, sehr wichtig, dass du zum Training gehst und immer den Spaß hast, beziehungsweise auch den Willen hast, dich immer zu verbessern. Wenn du zum Training gehst und du hast keine Lust, dann wirst du dich auch nicht verbessern und dann kannst du auch nicht besser werden. Deswegen ist, glaube ich, Spaß jetzt das Wichtigste. Ehrgeiz mitbringen, Zielstrebigkeit, dann funktioniert das und dann kann man sicherlich ein super Profi werden. Bestes ist schwierig. Ich habe viele schöne, sagen wir so. Also ich habe mein erstes Länderspiel natürlich war ein sehr schöner Moment, das erste Mal für das Nationalteam aufzutreten. Das war in Serbien vor 65.000 Leuten. Schon ein schönes Gefühl gewesen und sicherlich einer der schönsten Erlebnisse für mich. Ja, grundsätzlich bereite ich mich eigentlich jetzt jede Woche gleich vor auf das Match. Also ich versuche natürlich, was sehr wichtig ist, einfach unter der Woche sehr gut trainieren. So wie du trainierst unter der Woche, so wirst du dann auch spielen. Ich versuche natürlich, mich auch sehr gesund zu ernähren. Sage ich jetzt, gut zu leben, auch außerhalb des Fußballs. Das heißt, auch genügend Schlaf ist sehr wichtig. Eben die Ernährung ist sehr wichtig. Und deswegen versuche ich das halt Woche für Woche, mein Programm durchzuziehen und einfach gesund und zielorientiert zu leben und dann funktioniert es. Ja, also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als Druck an, sondern es ist eigentlich für mich eine positive Anspannung, sage ich einmal. Also das ist nicht jetzt unbedingt der Druck, dass ich sage, okay, das ist jetzt schwierig für mich, sondern es ist eher mehr eine positive Anspannung. Keine speziellen Rituale. Also ich gehe vor dem Match noch ca. 20 Minuten in die Kraftkammer und mache ein paar Kräftigungsübungen, dass ich dann auch Spannung im Körper habe und das ist es eigentlich, aber keine speziellen Rituale.